So, wir haben jetzt der russische 7er, also der einzige russische 7er, bis ich jetzt habe. Das ist die Su-152, also Jagdpanzer. Und der hat 870 Trefferpunkte, 600 PS und bringt 43 Stundenkilometer. Seine Wanne-Panzerung, also allgemein Panzerung, ist 75, 60, 60. Der Granateschaden ist zwischen 525 und 875, also sehr hoch, extrem hoch. Und die Durchschlagskraft 101 bis 169. Die Feuergeschwindigkeit ist halt ziemlich langsam. Ich habe auch nichts eingebaut, um das zu beschleunigen. Wird also 3,39 Schuss in der Minute. Die Sichtweite ist bei 330 Meter und die Funkreichweite bei 440 Meter. Ich habe auch noch nicht ausgebaut weit. Ich bin jetzt noch ziemlich am Anfang. Mannschaft. Okay. Paketmäßig. Okay, das erste Paket hier wird schon Kult. Im Gesamte sind es vier Pakete. Vier Pakete, wobei eins noch freizuschalten ist, um auf der Achter zu kommen. Im Standardpaket hat es 500 PS, 152 mm, ML20, Ausführung 1931-37, mit der Feuergeschwindigkeit von 3,39 Schuss in der Minute. Die Durchschlagskraft ist bei 135, 250, 86 und der Schaden 700, 719. Die Zielerfassung ist ziemlich langsam bei dem Geschütz. Ich habe mir so eigentlich was eingebaut, wo nichts gekostet hat zum Freischalten. War ein stärkerer Motor. Und da hat 600 PS. Schon ist alles gleich geblieben. Das haut also ziemlich neu, wie gesagt, aber die Zielerfassung ist ziemlich langsam. Also, wie es gependelt hat, ist halt immer gut, wenn man sich halt wieder versteckt und so, dass man nicht geht nicht dick weg. Was ja bei der Jagdpanzer sowieso immer der Fall sein müsste. Und das beste Paket ist halt dann ganz hinten, also die 122er. Die hat man ja schon im Prinzip im oberen Paket, wenn er rausgeht. Allerdings ist dort der Motor wieder schlechter. Ich sehe es also, das Paket kann man sich im Prinzip sparen, nimmt gleich das Paket an. Bleibt der Motor und hat man noch bessere Kille. Da ist dann 175, 217, 61 die Durchschlagskraft und der Schaden 390, 390, 465. Hat aber dann eine Feuergeschwindigkeit von 6,67 mm. Es haut also dann nicht mehr so arg rein wie bei der. Aber fast doppelt so schnell zum Laden halt. Ich meine, das ist halt auch nicht schlecht, wenn man dem Gegner gegenübersteht und muss dann noch lang laden. Das ist halt auch nicht so das Ideale. Also dann besser auf die 122 runtergehen. Das ist dann eine spätere Ausführung. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ja, die ist dann noch schneller. Und dann die gleiche Werte im Durchschlagkraft und Schade. Und aber dann 8,11 Schuss in der Minute. Also das ist dann noch akzeptabler. Ist halt am besten, dass man das Paket auf alle Fälle noch einbaut. 6,11 sind zwar auch schnell, aber 8 ist halt noch schneller. Wenn schon. Das nächste ist dann der ISU-152. Also im I von der Drohne. Er ist schön geformt. Vom Turm her. Also er hat schöne Ecke drin. Seitlich. Damit auch die Granate auch nicht abprallen. Das Geschütz ist ordentlich dick gebettet. Schützt. Was man da auffällt, ist ohne, da ohne Ring. Direkt unterm Geschütz da, so ein Ring, wo das ist da ohne. Ich denke mal, das hat da auf alle Fall auch eine verwundbare Stelle hat. War nicht auf alle Fall von uns aus gesehen, auf der rechten Seite. Der Sehschlitz vom Fahrer. Klar, das ist sowieso immer der erste Angriffspunkt bei den meisten Panzer. Er ist, wie gesagt, nicht so stark gepanzert. Aber fast schwächere Panzer, die können halt auf alle Fälle vorne auf den Sichtschlitz neu halten. Und halt unters Geschütz. Er hat die üblichen Tanks hinne. Bei der Russe immer
hin da draußen hin am Turm oder so, oder? Und Abschleppseil. Also die Woman ist wirklich wäre stark, wenn sie ja schneller ladet hätte. Aber das ist an für sich jeden Seite Sache, ob er jetzt eine stärkere Woman haben will, wo er halt länger warten muss, oder ein bisschen schwächer und hat das schnellere Nachladezeit. Dann gucken wir mal. So, ich fahre nochmal die 752. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, der habe ich abgebrochen dann. Man selber jetzt gescheit aus Gefecht kriegt. Meines Ensk als Standard gefischt. So, okay, wir sind in einer 7er Lobby, also unseres Tier. Ein paar 6er, ein paar 5er, 4er und sogar 3er dabei bei uns. Im Gegner sind es 5er, die kleinen Stämme. Okay, wir gehen jetzt nach vorne. Davor, oder machen wir mal da. Ach Gott, bin ich tappisch. Weil sie in einem Haus gewesen ist. Ich komm, da kommt jetzt hin und vor. Da kommt jetzt da schwer rüber. Zu lang, bis er ladet, tut. Sag er, wann war ich jetzt getroffen, obwohl der andere vorne drauf steht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, so Landsgraf weiß, wenn es ihm schmeckt, Mann. Ladeschütze ausgefallen. Nachladen dauert länger. Ja, Sackaffen, wo kriege ich jetzt Schuss, wieder Schuss her? Kann ich dir heißer schießen oder was her? Die sind da drüben hinten drauf, das verstehe ich jetzt wieder nicht her. Der kriegt nach Schieße durchs Haus durch, oder was? Das war schon mal der Fall beim Panda. Zwei, glaube ich, was? Und ich hab's runtergeschossen, obwohl kein Einsch überhaupt vorne drauf war, wo es mich geschossen hat. Also, Schieße gekannt hätte. Allerdings sehe ich jetzt gerade das bei uns hin. So langsam. Was sehe ich? Man ist jetzt hier gekannt die ganze Zeit. Ich muss gerade gucken, dass der Korn von hinten mich sieht. Ja, okay, die sind weg. Alles klar. Dann drehen wir wieder rum. So ist schon gleich gelaufen, wie das gefischt ist. Aber schnell ist das mal. So. Das war aber der einzige Show, den ich gekannt habe. Ari war aufgedeckt, aber ich hab's gerade gestickelt. Müssen wir jetzt hin rumfahren, sind
Weil der Schaden schon weg sei, aber andererseits kann man jetzt schon hin drauf bolzen. Weil er noch so lange lebt, aber er lebt nicht mehr so lange, alles klar. Großartige Arbeit, Männer! Also uns müssen wir sorgen. WOT bringt es immer der fertig an zum Staunen zu bringen, dass der Gegner solch die Heiser schießen kann, also echt. Okay, die Ausbeute ist gering, minimal. Silber, okay, 23.000, fast 24.000. Das ist eigentlich positive. Außer am Sieg natürlich, klar, aber das kotzt auch mal als Ohr, wenn man Schiss abkriegt, obwohl die Gegner hinter der Heiser stehen und überhaupt nicht schießen können und treffen können, also nicht. Oder ich bin in der Blinkwest. Oder es war ein Gegner, wo ich getan, als Haus getan hat. Kann natürlich auch sein. Naja.